Wir versuchen zu verstehen, wie unser Immunsystem fremd erkennt. Wie werden Viren oder Bakterien erkannt und wie führt diese Erkennung zur Generierung einer effektiven Immunantwort? Das sogenannte angeborene Immunsystem ist dafür verantwortlich, dass Pathogene überhaupt erstmal erkannt werden und Zellen des spezifischen Immunsystems aktiviert werden können. Eine fehlgeleitete Aktivierung des angeborenen Immunsystems kann auch Erkrankungen hervorrufen. Es gibt einige Erkrankungen, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes, Atherosklerose, wo man weiß, dass Zellen des angeborenen Immunsystems fehlerhaft aktiviert werden und dadurch Entzündungsreaktionen befeuern, die diese Erkrankungen weiter verschlechtern. Unsere Hoffnung ist, dass wir aus unseren Forschungsergebnissen nicht nur grundlegende Erkenntnisse ziehen, wie dieses System funktioniert, sondern dass wir auch hier therapeutische Strategien ableiten können, die das Immunsystem zum Beispiel inhibieren oder aktivieren. Ich habe das ja in meiner Begrüßung schon gesagt, die Ausdifferenzierung, das Kompliziertwerden moderner Forschung führt zu immer stärker ausgeprägtem Expertentum und damit einhergehend zu einem entsprechenden Zuwachs an Kooperationsbedarf. Miteinander gewinnbringend zu forschen ist aber eine ziemlich komplizierte, ist keineswegs eine selbstverständlich gelingende Aufgabe. Forschungsfragen müssen miteinander abgestimmt werden. Unterschiedliche Prozesse im Forschungsalltag müssen miteinander koordiniert werden. Das wird umso schwieriger, je größer der Abstimmungsbedarf bei der wissenschaftlichen Fragestellung selbst ist. Denn es sind ja nicht nur einfach zwei Forscher, es sind ganze Forscherteams, die sich auf unterschiedliche, aber eben doch komplementäre Weise einem Ziel, einem Erkenntnisziel verpflichtet sehen. Dabei ist es von Vorteil, wenn sich die Forscher schon lange gut kennen und wenn sie gegenseitig ihre Unterschiede in den Arbeitsprozessen einzuschätzen wissen. Und das trifft auch auf das Preisträgerpaar Veit Hornung und Eike Laatz zu. Und die Magie des Alphabets sorgt dafür, dass sie den Preis auch direkt hintereinander kriegen. Herr Hornung hat zunächst Humanmedizin an der LMU München studiert und ist dort 2003 promoviert worden. Es hat ihn dann als Postdoktorand an die University of Massachusetts Medical School in Worcester verschlagen, wo Herr Laatz gerade eine Stelle als Assistant Research Professor innehatte und dann ab 2006 als Assistant Professor. Dort haben sie begonnen, zusammenzuarbeiten, bis Herr Hornung 2008 auf eine Professur für klinische Biochemie an die Universität Bonn berufen wurde. Und nur ein Jahr später ist ihm Herr Laatz nachgefolgt, der in der Zwischenzeit ebenfalls einen Ruf an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität erhalten hatte. Man hat fast den Eindruck, lieber Herr Hoch, Sie verfolgten Berufungsstrategien, wenn man sich das so vor Augen führt. Herr Hornung hat sich seinerzeit grundlegend mit den Kernfragen der angeborenen Immunität beschäftigt. Er erforschte die molekularen Grundlagen der Nukleinsäureerkennung im Zytoplasma, dem von der Membran umschlossenen Inhalt der Zelle. Und dabei konnte er den ersten Virusliganden bestimmen, der durch den zytosolischen Rezeptor RIG-I erkannt wird. Im weiteren Verlauf seiner Karriere vermutete er, wie sich zeigen sollte, zu Recht, die Existenz eines weiteren Sensors für Viren-DNA und deckte schließlich essentielle Komponenten der Signaltransduktionskaskade bei der antiviralen Immunantwort auf. Diese Mechanismen sind Teil der komplexen angeborenen Immunität. Ihre Entdeckung ist nicht nur grundlagenwissenschaftlich bahnbrechend, sondern schlägt sich auch in der Anwendung von Immuntherapien
positiv nieder. Herr Hornung konnte mit seiner Arbeit zudem die Ausgangspunkte für die Entwicklung neuer Small Molecules als therapeutisch wirksame Immunmodulatoren schaffen. 2015 schloss sich für Herrn Hornung ein Kreis. Er kehrte zurück an diejenige Universität, an der er sein Studium begonnen hatte, die Ludwig-Maximilians-Universität. Sein Weg ist gezeichnet von Ehrungen und Preisen, so 2007 unter anderem den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, der DFG den kleinen Leibniz-Preis. Seitdem sind Sie nicht müde geworden, Ihre Forschungsfragen mit großem Einsatz und großer Kooperationsbegabung weiterzuverfolgen. Gemeinsam mit denen von Herrn Latz haben Ihre Beiträge, lieber Herr Hornung, entscheidend dazu beigetragen, das Forschungsfeld der intrazellulären Fremderkennung neu zu vermessen. Ihrer Arbeit verdankt man heute ein grundlegend besseres Verstehen angeborener Immunantworten. Und deswegen bin ich stolz und freudig, Ihnen heute für Ihre weiteren Forschungen, für Ihre weiteren Erkenntnisbemühungen und für künftige Kooperationen den Leibniz-Preis, den großen, überreichen zu dürfen.